Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Im heutigen Video geht es um die Halterung meiner neuen Zwingen. Die Firma Bessie war so lieb und hat mir ein paar zugeschickt. Ja, und das kann jetzt nicht einfach hier rumliegen, sondern das muss schön an der Wand hängen. Und da habe ich mir ein Video von Holzwurm Tom angeschaut, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und die Bauweise werde ich versuchen 1:1 zu übernehmen. Ja, da würde ich sagen, fangen wir an. Nach dem Intro geht es weiter. So, ich habe jetzt hier 2x15 mm Multiplex. Die werde ich jetzt erstmal verleimen, weil das Ganze nämlich mit 15 mm viel zu schwach wäre. Ich habe leider keinen Platz auf der Werkbank, deswegen muss ich das jetzt hier machen. Mache ich mir schon mal ein paar Zwingen fertig. Trage den Leim auf. Okay. Unseren Pinsel. Und dann kann das auch losgehen. Einfach pinseln, was das Zeug hält. Ich habe mir so eine 1 Quadratmeter große, 1,25 Meter mal 830 mm große Platte Multiplex gekauft. Und das sollte eigentlich komplett für das gesamte Regal reichen. Die Platte, die hat gekostet 20 Euro. So, dann legen wir uns das mal hier drauf. So, nach einer Stunde Wartezeit kann man das alles erstmal lösen. Können wir mal schauen. Ja, da müssen wir an der Seite mal den Leim an einigen Stellen abkratzen. Ja gut, hier steht ja nichts über, da müssen wir hier gucken. Genau da, wo auch der Anschlag nachher dran kommt. So. Jetzt müssen wir mal uns anzeichnen, wo wir mit der Zwinge, wie weit wir mit der Zwinge rein wollen. Setzen wir uns das mal hier an. Dass das hier noch abgestützt ist. Ja, das passt. Hier und hier. 4,5. Also werden wir hier 4,5 anzeichnen. Setzen hier erstmal eine Markierung hin. Ein gerades Stück, setzen das hier an, ups, und dann ziehen wir uns hier erstmal eine Linie. Das ist erledigt. Von der Breite her sind ja eigentlich alle gleich. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir die nachher, ich muss echt mal gucken, wie ich das mache. Dann setze ich einfach hier erstmal eine Zwinge an. Mach die fest, setze meine zweite daneben. So werde ich das Maß dann ermitteln. So.
Abstand von 5,50. Ziehen wir rüber. Erste Linie. Dann machen wir für die Nut die 11 mm. Ziehen rüber. Machen unsere Linie. Setzen an. Zack. 55. Rüber. 11 mm für die Nut. Und so geht es halt weiter. So, jetzt legen wir uns das mal hin. Ich habe hier auch schon eine Bohrung gemacht, um zu gucken, ob das vom Durchmesser her passt. Das passt auch. Jetzt muss ich aber genau die Mitte treffen. Deswegen schaue ich, dass die Schneide von dem Bohrer genau auf die Linie trifft, an rechts und links. Jetzt haben wir die Bohrungen. Als nächstes müssen wir hier unsere Nuten schneiden. Also diese Aussparung, die brauchen wir ja. Und das machen wir jetzt. Was haben wir jetzt gesagt? Wie viel, wie hoch muss das Sägeblatt sein? 40 mm fahren wir mit dem Sägeblatt hoch. 40, so. Das sind 40. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hingehen, hier anfangen. War natürlich an der richtigen Seite. Zunächst sägen wir jetzt die Seitenwände von dem Regal. Die mache ich dann 150 mm breit. Das sollte reichen, um da etwas abzulegen. Das ist so total nervig, wenn ich meine Werkbank nicht habe. Ich habe hier so eine Unordnung. Ich habe echt keine Lust mehr, was zu machen. Ehrlich. So. Absaugung. Und dann fangen wir an zu schleifen. Einschalten. Die Nägel sind nur dafür da, um das Ganze erstmal zu fixieren.
Hier markieren wir uns mal so den Abstand, wo der über dieser Streifen hinkommt, mit dem, wo die Halterung kommt. Ich ziehe mal gerade die Linie. Tut mir leid, Leute. Die heutige Aufnahme ist nicht perfekt, überhaupt nicht gut, besser gesagt. Aber ich kann daran nichts ändern. Abputzen, abwischen. So, hier so ein Regalboden noch für die Mitte. Kommt auch noch hin. Ja, und als Abstandhalter, Sekunde, habe ich hier 250er Bretter zugesägt. Legen diese an, hier drauf und da rein. Das sollte so passen. Dann haben wir nämlich hier die 250 Abstand. Hier sollten die Zwingen passen, aber ich habe die Vermutung, dass das zu eng sein wird. Das passt gar nicht. Was hast du da gemessen, Ali? Was habe ich da gemessen? Von wo habe ich gemessen? Warte mal, grad. Wie wäre es, wenn ich einfach die Seite nehme? Dann brauche ich das Brett nicht zuzuschneiden. Ja, so ein bisschen. Ja, ein bisschen Luft sollte schon sein. Das reicht. Das ist gut so. Ich habe ja nichts gegen Passgenauigkeit, aber so machen wir da jetzt ein paar Nägel wieder rein. Damit auch nichts verbiegt, habe ich hier noch zwei Reststücke zugesägt. Die kommen dann auch hier in der Mitte. Da seht ihr, das ist jetzt nicht zu klein, sondern das muss angedrückt werden. Ich habe mich nämlich hier nach dem Maß orientiert und hier passt das ganz genau. Also muss es auch gleich hier passen. Zeichnen wir uns oben mal die Bohrlöcher an. Ganz leicht. Mal gucken, ob das alles im Winkel ist. Hier ist alles im Winkel. So, liebe Freunde, ich habe mir jetzt noch eine 6,5 mm starke Multiplexplatte geholt, weil ich mir nicht genau sicher war, ob ich da jetzt MDF nehmen soll oder Sperrholz. Es sollte auch optisch etwas zusammenpassen. Ich wollte jetzt keine dunkle MDF-Platte dahinter haben oder eine beschichtete sonst was. Ich finde, so eine Multiplex-Platte sieht natürlich viel schöner aus. Hätte jetzt auch nicht viel gekostet. Die habe ich mir auch direkt passgenau zusägen lassen. Ich gucke mal, ob ich den Bündigfräser habe. Dann mache ich das gleich
mit dem Bündigfräser und dann kann es auch losgehen. Ich nehme das Ganze mal ab. Ich muss mal schauen, welche Seite schöner ist. Ja, die Seite ist schöner. Das ist die Sichtseite. Und jetzt tragen wir mal den Leim auf. Leim ist aufgetragen, jetzt kommt die Platte drauf und dann werde ich das an einigen Stellen kurz tackern, nur um es zu fixieren. Die kleinen Spacks. Zack, zack, zack. Jetzt heben wir uns die Wasserwaage mal auf. Also falls das irgendwie schief aussieht, liegt das nicht am Regal, sondern an der Decke. Ja? Da kann ich leider nichts dran ändern, weil die Decke nämlich etwas schief sein kann. Ja, rechts werde ich auf jeden Fall noch ein kleines Regal bauen. Ich habe noch Material da. So, liebe Freunde, ihr seht, ich habe hier jetzt schon mal ein bisschen eingeräumt und habe noch immer noch ein bisschen Platz für weitere Zwingen, falls noch welche dazukommen sollten. Es ist Platz da, ich habe Material noch übrig, also werde ich dann noch ein Kasten hinbauen, allerdings mit einem Rundstab dran. Da kann ich nämlich die kleinen Klemmen, wo habe ich sie? Diese hier, die möchte ich dann auch noch unterbringen. Material dazu habe ich schon zugesägt und jetzt bleibt eigentlich nur noch eins übrig, das Ganze miteinander zu verleimen. Und zwar ist das hier jetzt oben, das kommt dazwischen, am besten natürlich in derselben Höhe, werde ich dann noch einen Rundstab reinsetzen. Bohrungen an den Seitenteilen habe ich auch schon gemacht. Tragen Leim auf. So, dann legen wir uns mal die zwei Stücke hin. Und ich bin ein Vollidiot. Genau das bin ich, ein Vollidiot. Ja, wo habe ich jetzt die Platte hingeschraubt? Nicht hier vorne hin, sondern auf die andere Seite. Hoffentlich ist es zu retten. Ja, das sind jetzt Löcher, die muss ich nachher einfach zumachen. Ja, zum Glück habe ich für solche Fälle habe ich hier immer so ein bisschen Sägestaub, Sägemehl da oder beziehungsweise Schleifstaub da.
damit kann ich im Notfall solche kleine Fehler dann ausbessern. Nehmen wir mal ein bisschen Leim. Etwas Schleifmehl. Rühren das Ganze um. Ob mit dem Finger oder mit so einem Stab. Wie ihr das wollt. So, und bevor es trocknet, schmiert ihr das einfach schön auf die Fläche. Je feiner dieser Schleifmehl ist, desto schöner ist es. Wie gesagt, abschleifen kann man das Material nachher sehr, sehr gut. So, bis gleich, Leute. Wenn das trocken ist und ich meine kurze Pause hinter mir habe, sehen wir uns gleich wieder. So, dann darf das jetzt an seinen Platz. So. Liebe Freunde, ihr seht, es ist gar nicht so schwer gewesen. Naja, schwer war es schon. Liebe Freunde, ich bin mit dem Projekt endlich fertig. Ihr seht, das Regal, das hängt, oder die Regale, das war ja das ursprüngliche Projekt. Das kam hinzu, weil ich noch ein bisschen Platz hatte und etwas Material übrig hatte. Habe ich mir gedacht, komm, nebenbei Masse, auch das fertig. Und ja, es ist zwar kein kompliziertes, kein großes Projekt gewesen, aber das Problem war halt, dass ich zu wenig Platz hatte. Ich musste das Ganze auf der Tischkreissäge zusammenbauen, weil die Werkbank nämlich voll war. Es war jetzt nicht gerade bequem, aber am Ende hat es dann doch geklappt. Wenn euch das Projekt gefallen hat, liebe Freunde, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ich würde mich natürlich für ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.